Dieses Experiment dient einem pädagogischen Zweck. Ich zeige auf, welchen Schaden Feuerwerk anrichten kann. Die im Video gezeigten Handlungen dürfen nicht nachgeahmt werden. Ich habe eine pyrotechnische Ausbildung genossen und alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen werden eingehalten, damit niemand zu Schaden kommt. Falls ihr euch wundert, warum ich das Video nochmal neu hochgeladen habe, es hat wieder eine Altersbeschränkung bekommen. Ich habe jetzt hier die Warnung vor dem Video eingeblendet. Ich hoffe, damit hat sich das jetzt endlich erledigt. Ansonsten habe ich noch eine wundervolle Neuigkeit. Und zwar schaut euch mal dieses dicke Ding an. Der neue Tresor ist da. 800 Euro musste ich dafür auf den Tisch legen. Und es war eine Geburt, den hier in den Kofferraum zu tun. Und es wird genauso eine schwere Geburt, den wieder da rauszuholen. Ich wollte das heute für euch abdrehen, deswegen liegt er auch schon im Kofferraum. Aber leider hat es nicht geklappt. Es regnet einfach die ganze Zeit. Sobald wieder akzeptables Wetter ist, wird das nachgeholt. Seid gespannt. Und dieses Mal werden wir die Böller reintun und den verschließen. Ach ja, und da das hier ein Reupload ist, um 18.15 Uhr kommt wie gewohnt ein neues Video. Viel Spaß beim Anschauen. Yo, Freunde, was geht ab? Heute gibt es einen neuen XXL-Böller-Vergleich und gleichzeitig auch ein neues Feuerwerkexperiment. Ich habe hier einen Tresor organisiert. Das ist ein etwas stabilerer Tresor. Ich zeige euch das Ding mal ganz kurz von innen. Wir haben hier einen Metallboden, der gerade aus irgendeinem Grund oben an der Decke hängen geblieben ist. Ich denke mal, den werde ich drin lassen. Ansonsten ist schon etwas dicker, ist schon etwas sicherer. Sicherheitsstufe S2. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen ja was von euch. Sehr viele Polenböller habe ich hier mit dabei, auch sehr viele Böller, die ich neu habe, die ich noch nie angezündet habe, wie diesen 500 Euro Scheinböller. Eine Batterie ist auch hier mit am Start. Ansonsten habe ich hier noch Mamba 2, hier noch so ein Mamba 1 Böller, habe ich alle noch nie ausprobiert, aber auch ein bisschen Jugendfeuerwerk, wie hier diesen Crackling Ball und auch kleine Raketen. Bombenrohre sind auch wieder am Start. Falls der Tresor diese Kaliber hier überleben sollte, ja, dann wird es auf jeden Fall auch etwas heftiger. Der Tresor, der wird heute auseinandergerissen, da führt kein Weg dran vorbei, also bleibt bis zum Ende dran, denn es wird sich lohnen. Vom Gewicht her geht es noch. Ich glaube, so um die 20 Kilogramm wiegt der. Und wir werden das Ganze so durchführen, dass ich den Tresor hier am Boden lasse. Genau so, wie er liegt. Die Tür werde ich auch nicht verschließen, sondern ich werde einfach Böller reinwerfen und dann die Tür zufallen lassen. Aufpassen, dass man sich die Finger nicht dabei klemmt. Und dann werden wir mal schauen, welche Böller genug Kraft haben, die Tür anzuheben. Ansonsten, falls ich den halt verschließen würde und wir einen etwas stärkeren Böller da reinstecken, der Tresor verzieht sich dann und ich glaube, da würde ich ihn einfach nicht mehr aufbekommen und dann könnten wir nichts mehr reinstecken. Anfangen werde ich jetzt mal mit so einem kleinen Wirbel, denn ich will als allererstes gucken, wieso die Geräuschentwicklung im Tresor ist. Aber bevor wir die beiden kleinen anzünden, lasst einen Daumen hoch da, Freunde, wenn ihr noch mehr Böller-Experimente sehen wollt und wenn dieses Video 15.000 Daumen hoch erreicht, dann organisiert sehe ich noch einen größeren, fetteren und stabileren Tresor. Also falls ihr auf einen größeren Tresor Bock habt, Daumen hoch! Meine Assistentin öffnet die Tür. So sollte ich die beide auf einmal ankriegen. Jawohl. Hey, wie sich das angehört hat. Ja, qualmt ganz schön und ansonsten finde ich, hat er das doch ganz gut weggedämmt. Stecken wir als nächstes hier so einen D-Böller rein. Oh, der konnte sogar tatsächlich schon die Tür anheben. Hätte ich nicht gedacht und das, obwohl der Tresor ein Loch hat. Ein Loch hat, also ein bisschen Druck kann da, glaube ich, durch das Loch entweichen. Gucken wir als nächstes mal, wie das bei so einem kleinen Dumbum aussehen wird. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow! Waren schon ein paar Zentimeter mehr als bei dem D-Böller. Aber wir haben noch sehr viel Luft nach oben da. Komm, nehmen wir mal dieses Ding hier. Sieht aus wie ein China-Kracher, ist aber kein China-Kracher. Jedes Mal, wenn wir die Tür aufmachen, kommt der Rauch raus. Kann ich den hier so hinstellen? Jetzt steht er aber. Alter! Was ist denn da rausgeflogen? Der Böller war viel stärker, als ich gedacht habe. Besser als der kleine Dumbum. Und der Tresor, der hat einfach etwas ausgekotzt. Dem hat es ganz schön auf den Magen geschlagen. Ach, das ist hier die Plakette, wo hier die Sicherheitsstufe und die Nummer vom Tresor draufsteht, ey. Ah, 14 Kilogramm wiegt der nur. Komm, machen wir den mal auf, werfen einen Blick rein, was da vor sich geht. Boah. Sieht doch alles auf. Tipptopp aus. Alter, es ist doch nicht alles tipptopp, denn
Die Tür hängt einfach nicht mehr richtig dran. Das ist aber halb so wild. Wir können das Ding immer noch verschließen, glaube ich. Wir müssen das nur wieder da reinbügeln. Was ist das denn, ey? Das ist schon sehr unerwartet hier. Boah, ich habe die Tür wieder repariert. Die ist einfach nur in so einer Vorrichtung drin. Also man muss sie einfach nur so da reinrutschen lassen. Also puh. Mal gucken, wie viel der Tresor noch aushalten wird. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Aber zur Not machen wir die Tür einfach ab, drehen den Tresor um und platzieren die Böller dann da drunter. Das wäre auf jeden Fall auch heftig bei den dicken Dingern. Also, als nächstes nehmen wir hier mal den Crackling Ball. Auf die Plätze. Und los. Wow, hat sogar ein bisschen aus dem Tresor gecrackelt. Sieht ein bisschen angekokelt aus. Nächster Polenböller. Oh, das geht aber noch besser. Stecken wir mal so ein Mamba 1 rein. Noch nie angezündet, aber sieht hochwertig aus. Ich denke, der knallt gut. Der steht auf jeden Fall sehr gut, wie eine 1. Wow, Alter, was war das denn? Mamba 1 Böller war wirklich sehr, sehr gut, hat den Tresor ordentlich angehoben. Das war bisher der Rekord. Es hat ja auch wieder die Tür ein bisschen verzogen. Nichtsdestotrotz kann ich die noch schließen, aber... Ja, man muss ein bisschen Gewalt anwenden. Es geht auf jeden Fall noch. Wir können damit weiterarbeiten. Machen wir jetzt mal den kleinen hier rein. Habe ich auch neu. P750. Rote Zündschnur. Noch nie gesehen. 0,3 Gramm steht da drauf. 11,3. Ich denke, er wird nicht so heftig sein. Den stelle ich hier auch schön hin. Auf die Plätze. Fertig. Los. Boah. Oh, oh, der Tresor. Alter, das war ein Knall. Der Böller ist laut und eins ist auch wirklich sehr gut. Er brennt sehr lange vor. Das bedeutet, er ist auf jeden Fall sicher. Machen wir mal Puma 2 rein. Ist ein bisschen dicker als Mamba 1. Vielleicht knallt er auch dafür besser. Und diesmal schließen wir die Tür richtig. Oh, yeah. Geiler Knall. Oh oh, es haut ihn auf jeden Fall immer weiter aus der Vorrichtung hier raus. Ich glaube, so lange wird er gar nicht mehr standhalten. Können wir den überhaupt noch schließen? Ah. Alter, da muss man jetzt schon sehr viel Gewalt aufwenden. Schaut euch das an. Aber wie gesagt, zum Notfall drehen wir das Ding einfach um. Ich glaube, jetzt wird es richtig wild. Ich hoffe, das wird eine sehr schöne Aufnahme. Wir machen mal eine Dumbum-Rakete rein, Freunde. Ich hoffe, das wird was. Wir müssen da nämlich schon richtig mit Gewalt draufdrücken, damit der Tresor zugeht. Naja, ich leg die Rakete noch ein bisschen anders hin. Jetzt, ich zünde. Alter, ich glaub's ja nicht. Das war ja sowas von ultra heftig. Das war eindeutig ein neuer Rekord. Alter, Raketen haben so viel Power, die explodieren ja mal richtig heftig. Und ansonsten ist es so geil, wie der Tresor jedes Mal abhebt. Die Tür wird mit Druck so stark aufgeschlagen und durch den Schwung schleudert es den Tresor einfach mit hoch. Also man kann jetzt schon erkennen, dass es ihn hier so etwas auseinandergedehnt hat und die Tür... Boah, ob ich ihn nochmal zumachen kann, ey. Es sieht mir stark danach aus, dass das noch funktioniert. Bisschen richten... Doch, geht noch. Jetzt kriege ich nicht mehr auf, ey. Ich kriege nicht mehr auf, Freunde. Dann halt auf die harte Tour, wie in alten Zeiten in Amsterdam. Jetzt aber der italienische Böller. Oh.
Der Tresor hat jetzt einfach eine fliegende Tür. Gerade eben habe ich fast vergessen, den Böller reinzumachen. Ich glaube, es ist jetzt mal an der Zeit hier für ein Dumbum 2G. Ich glaube, der wird die Tür schon ganz gut hochkatapultieren. Ich hoffe, das wird was. Nein! War aber trotzdem nicht übel. Oh, die Tür. Die macht nicht mehr lange mit. Schaut euch das mal an. Wir können hier schon fast die Abdeckung abnehmen und somit den Schließmechanismus begutachten. Aber ich glaube, ein, zwei Mal kann man die Tür hier locker noch drauflegen. Oder was meint ihr? Ich glaube, es wird Zeit für den neuen 500-Euro-Böller, der keine 500 Euro kostet. Tschüss, 500 Euro. Nee, oder? Der war ja mal richtig schlecht. Na, dann wird's halt Zeit für ein Hammer-Bombenrohr, aber dieses Mal zünde ich das von der richtigen Seite an. Oh yeah. Oh yeah, Freunde. Hä? Was war das denn? Es wurde rausgeschossen, aber es gab gar keinen Knall. Ich lass mich nicht abspeisen, wir versuchen das Ganze nochmal. Dieses Mal XXL Thunder. Das Ding, das ist schon ordentliches Bombenrohr. Ich zünd an. Oh yeah. So muss das sein, Freunde, und nicht anders. Und wie geht's der Tür? Oh, die Abdeckung ist ab. Jetzt können wir hier schon ein bisschen mehr erkennen, aber immer noch nicht genug. Ich glaube, wir können weiter so machen. Ich brauche als nächstes einen spanischen Böller. Ich habe schon so lange keinen spanischen Böller mehr angezündet. Nehmen wir hier mal diesen gelben. Schöne lange Zündschnur, das gefällt mir. Wir zünden. Oh, der ist fast weggerutscht, ey. Der hat schon Power. Die Tür war ja nicht zu 100% abgedichtet. Das muss man dabei bedenken. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir nehmen uns diese schöne Batterie und platzieren die unter den Tresor. Bin so gespannt, was passieren wird, ey. Mal sehen, ob das was wird, ey. Alter, die Batterie ist jetzt einfach aus. Wir lassen das Ganze jetzt noch mal ein paar Minuten stehen und dann gucken wir mal, was da passiert ist. So wie es aussieht, hat der Tresor die Batterie tatsächlich besiegt. Denn er hat sie einfach gelöscht. Sind nicht alle Geschosse angegangen. Nehmen wir uns jetzt hier mal die nächste Rakete. Zwei Stück habe ich hier noch drin. Wir nehmen erstmal hier die kleinere. Die machen wir auch unter den Tresor. Auch die Plätze fertig los. Ich hoffe, die bleibt unter dem Tresor. Boah, nicht mal abgehoben ist der, oder? Der Tresor hat die einfach weggedämmt. Schaut euch das mal an. Ein richtig schöner Schornstein. Gucken wir auch drunter. Oh, da kam noch ein kleiner Funke. Habt ihr das gesehen? Ansonsten, ja, der sieht noch ganz gut aus, oder? Wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen was. Testen wir als nächstes, ob so ein Black Death Böller den Tresor anheben kann. Let's go. Yeah. Ach verdammt, Slow Motion verkackt. Kein Problem. Wir nehmen uns einfach den Achtung-Böller
und drücken dann die Slow-Motion-Taste richtig. Es wird auf jeden Fall immer spannender. Black Death war besser. Gucken wir mal, wie das Ganze bei einer kleinen Kugelbombe aussehen wird. Das Geile an der Kugelbombe ist, die hat so eine lange Zündschnur. Die liegt schon unter dem Tresor. Ich kann die sehr gut anzünden. Aber der Explorer 5, der wird ballern. Oh yeah. Jetzt seht ihr mal einen deutlichen Unterschied, was die Böller so drauf haben. Was will ich hier noch unbedingt anzünden? Hier, Mamba 2. Ich habe so das Gefühl, da wird der Tresor auf jeden Fall auch abheben. Die machen nämlich echt einen guten Eindruck. Ja, minimal für die Größe des Böllers vollkommen in Ordnung. Tresor haben wir umgedreht, Tür wieder drauf gemacht. Wir testen jetzt mal hier diesen Titan 1. Mal gucken, ob er die Tür fliegen lassen kann. Hoffentlich wird die bestmöglichst zugehen. Ja, das passt. Nett richtig drauf, aber geht schon. Oh, Alter, war auf jeden Fall laut. Okay, ich habe keine Lust mehr auf die ganzen Spielereien. Fangen wir jetzt mal an mit den richtig guten Geräten. Als allererstes habe ich hier den Big Bang 5G. 5G für 5 Gramm, ihr wisst Bescheid. Alter, das nenne ich mal ein Böller. Hohoho. Das geht aber noch besser. Big Bang 8G für 8 Gramm. Ich glaube, das wird heftig. So gefällt mir das schon besser. Der ist zwar schon ein paar Mal ziemlich hoch geflogen, aber im Grunde genommen sieht der noch ganz gut aus, finde ich. Wir legen jetzt diesen fetten Mamba-Böller hier drunter. Ich glaube, der hat 18 Gramm, also nochmal 10 Gramm mehr als der Böller gerade eben. Ich glaube, das wird jetzt richtig nasch. Alter! Oh oh, Freunde, wir haben ein Problem. Der Tresor ist Game Over. Alter! Aber ich schieb da noch was rein, darauf könnt ihr wetten. Heute will ich es richtig wissen, deswegen jetzt ein Super Cobra 20. Den stelle ich irgendwie unter den Tresor. 90 Gramm. Und da werden wir uns richtig in Sicherheit bringen, denn damit ist nicht zu spaßen. Das bedeutet, wir verstecken uns hier hinter dem Gebäude, sodass uns absolut nichts passieren kann. We'll be right back.
Alter, hier stand der Tresor. Jetzt liegt er einfach da in der Ecke und ich glaube, der liegt auch nur da in der Ecke, weil da halt die Mauer ist. Oh, das ist unvorstellbar, was diese Böller für eine Power haben. Ich meine, schaut euch das mal an. Das kann man gar nicht mehr wiedererkennen. Das ist aber nicht alles. Ein bisschen was ist noch da hochgeflogen, habe ich gerade gesehen. Alter, wow. Es ist unfassbar. Unfassbar nasch. Hier liegt auch noch ein Teil rum. Da vorne liegt auch noch ein Teil rum. Was auch noch ziemlich krass war, obwohl wir im Gebäude standen, 100% in Sicherheit und noch etwas weiter entfernt, haben wir noch ordentlich die Druckwelle gespürt. Lasst einen Daumen hoch da für diese Aktion, Freunde. Und wenn das Video 15.000 Daumen hoch erreicht, besorge ich einen stabileren, größeren Tresor. Und dann wiederholen wir das Ganze. Und ich denke, es wird dann auch ein bisschen heftiger noch. Hier kann ich zwei weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace.